Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroAP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Ja, ich bin wieder hier. Und das liegt nicht daran, weil ich Selbstmord gefährdet bin oder so. Nein, ich glaube nämlich, dass hier wirklich das letzte seltene Metall ist, weil dieser Ort ist schon ein bisschen verdächtig. Und ja, genauso wie bei Bamboo Pandemonium versuchen wir mal hier diese Attacke. Und zack. Ha! Ja, dann gehen wir mal direkt zurück. Deswegen bin ich eigentlich nur noch hier hingekommen. Und jetzt will ich diese Level so weit wie möglich von mir fernhaben. Was haben wir bekommen? Ja, ich war ja nur ein paar Minuten drin, Idiot. So, und man merkt wahrscheinlich an meiner Metallanzahl, dass ich dieses Rennlevel, diese Schneerennlevel ein bisschen zu oft gemacht habe. Ja. Na und? Jetzt habe ich erstmal genug Metall für den ganzen Spieldurchlauf. Okay, was haben wir denn bekommen? K-Schlagring. Dieser Schlagring erhöht die Angriffskraft und ermöglicht dir Spezialbewegungen. Nehmen wir mal direkt. So, nicht nur das, wir wollen uns jetzt noch viel mehr. Nämlich, ich will jetzt nicht Leben erhöhen, plus 2 für alle holen. Ich möchte jetzt gleich direkt die Feuerlevel als nächstes machen. Und... Warte mal hier noch. Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Gibt es noch was anderes? Was Kleines, was wir noch nicht haben? Ehrlich? Warte mal. Doppel? Nee. Verdammt. Dann wollen wir das ja noch selber können. Ich meine, Excel konnte doch noch. Nee, nur noch die teuren Sachen. Ja, das Leben erhöhen, das will ich mir noch nicht holen. Ich möchte mir aber das hier noch holen. Fluchtschub. Und Dornbarriere, einfach so. Und Reserveenergie, weil billig ist, weil ich es mir jetzt leisten kann. Ich kann es mir leisten. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch in die letzte Level rein. Die anderen restlichen Dinger hier, die werde ich noch nach dieser Level machen. Okay, wen nehmen wir? Ich muss gerade überlegen. Natürlich Ex-Bomber war ja, falls hier wieder ein Rüstungsteil ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Rüstungsteil ist. Und ganz egal welches es ist, es wird das letzte von einem von beiden sein. So, und Excel brauchen wir auch noch. Das heißt, wir können Zeros Schlagring jetzt noch nicht so schnell ausprobieren. So, und ich nehme Palette. Mir fallen so direkt zwei Sachen ein, wo seltene Metalle sein könnten. So, und Burn Rooster. Der letzte Maverick, den wir erledigen müssen. Endlich. Und danach geht es jetzt richtig ab. Ui. Okay, hier ohne Zero rumzulaufen, ist doch vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ja, ich versuch's. Ich brauche Excel auf jeden Fall, um an ein seltenes Metall zu kommen, das weiß ich noch. Nee. An das Rüstungsteil kommt man dann, wenn ich mich nicht irre. Aber weiß ich nicht. Ist schon so lange her. Ich habe übrigens auch nichts im Internet nachgeguckt. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Ja, so gut bin ich, ne? Selbst wenn ich im Internet nachgeguckt hätte, wäre doch scheißegal. Was ich jetzt so oder so mache. So, und ich möchte, dass dieser Part hier zu Ende ist gleich. Also nicht der Part an sich, sondern der Teil hier. Weil mit Excel ist doch ein bisschen schwieriger. Boah. Auch damit. Mein Herz. Ich habe den halben Tag hier verbracht, Metalle zu sammeln. Ich bin eigentlich schon voll ausgepowert. Ich dürfte sowas nicht mit mir machen. So, okay, fertig. So. Und zack. Als ob ich nicht schon genug Metall hätte. Okay. Hi. Boah. Ist das stark. So, geh weg. Ich kann einfach über dich rüberspringen. So.
Hier muss ich eigentlich nur den brennenden, was auch immer für Dinger sind, töten. Hey, hey. Ah. Ah. Was wollt ihr denn, ihr sterbt? Ich hoffe, ich brauche wieder ein bisschen Leben für Axel. Danke. So, die Teamanzeige ist voll, das finde ich gut. Okay. Da hat er schon wieder so verdächtig. Probier mal. Hey! Da ist er tatsächlich was. Da wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Komm her. Komm her! Traut euch! Ha! So, oh Gott. Diesen Teil hasse ich. Wird sogar noch schlimmer gleich. Ich fühle mich ein bisschen gehandicapt ohne Zero. So. Warte mal, konnte ich euch kopieren? Transform! Ihr könnt auf die Metalldinger drauf, ne? Oh nein. Ah. Mist. Ey, da willst du mal was ausprobieren. Da willst du mal was ausprobieren und dann so was. Verflucht. Und diese. Ach so, da war wegen Downläufer. Boah. Was mache ich hier eigentlich? So, wenigstens kann ich jetzt hier nochmal Dinge holen. Ey, leck mich am. Wann kommen denn die Dinger nicht wieder? Was denn? Upsala. Stimmt, ich könnte auch mal ein paar andere Waffen einsetzen. Boah, das war knapp. Nur die ganze Zeit Pistole zu sehen, ist ja auch langweilig. Ja, aber Axel bringt's nicht im Gegensatz zu Zero oder X. X wird immer stärker mit seiner Rüstung. Zero ist halt mein sowieso. Pro Badass und guckt euch das an. Hallo. Hallo. Aua. So. Oh, und ich hoffe jetzt wirklich, dass. Nur weil ich jetzt. Ja. In diesem Gebiet ist der Boden sehr brüchig. Bei einem kräftigen Tritt bricht er ein. Zero müsste eine Bewegung haben, mit der er sich machen lässt. Ja, super. Das heißt, ich muss so oder so nochmal hier rein. Hier. Nehmen so. Wir machen das. So. Oh. Mein Herz. Hi. Und du wirst auch noch für eine Sache programmiert. Kann das sein? Bewegung erhöhen. Geil. Damit haben wir alle blauen Rüstungsteile. Das ist Hammer. Oh, alle blauen. Ne, wir haben ein rotes ausgezogen. Verdammt, dann wäre was Schönes passiert. Boah! Das war knapp. Was habe ich da gerade gesehen? Ja. Der macht mich nicht schneller, das macht mich unsiegbar während der Bewegung. Was bist du denn für einer? Sag mal Geld zurück. So, mit Zero müssen wir auf jeden Fall noch hier rein. Das ist gut zu wissen. So. So, ich hoffe, jetzt wird das hier ausgerüstet sein. Okay. Na gut. Das hätte man für diesen einen Raum gebrauchen können, glaube ich. So, und jetzt wieder Ratsheilung. Ich glaube, wir sind unbesiegbar, wenn wir jetzt durch einen Gegner durchdüsen.
Ist auf jeden Fall nützlich. Was wollt ihr denn? Ich hab doch keine Chance. Und ich habe die Heilung mit Edge aufgenommen. Boah. Spiel. Ich habe ein Gebiet gefunden, das den originalen Grund ist, nicht verzeichnet ist. Es scheint riesig zu sein. Vielleicht gibt es in diesem Gebiet etwas. Dann versuchen wir mal das. Was ist das denn? Mehr kannst du nicht? Oh, wie blöd ist das denn? Oh, jetzt habe ich schon wieder was vermasselt. Leck mich am... Mann! Verdammt! Boah, ich möchte das alles so schnell wie möglich erledigen. Ich dachte, ich brauche das Ding für irgendwas. Ja, alles läuft schief. Oh Gott. Schaffe ich das noch? Boah. Was wollt ihr denn? Oh, super. Und noch ein seltenes Metall. So. Boah, ich dachte, ich kann durchdüsen. Boah. Da jetzt müssen wir es schaffen. Hey, da war noch was. Mein Gott. Gehe ich nächstes Mal gucken. Wir müssen es noch bis zum Boss schaffen. Ah! Ja, bis zum Boss schaffen wir noch, aber ob wir den in diesem Partner schaffen. Ernsthaft, wieso kann man sich in dieses fliegende Ding hier verwandeln, wenn halt eigentlich überhaupt nichts bringt? Ich dachte, man kann ganz nach oben fliegen, oder? Geht gar nicht. Also ist das Ding voll nutzlos. Aua. Ah. Sack. Okay, wird die Leben und so was alles, die werden auf jeden Fall noch für diesen Part reichen. Boah. Oh, das war gut. Aber war gar nicht geplant. Ich meine, natürlich war es geplant. So. Ah, nein, nicht noch mal. Hexe ist doch nicht so schlecht hier. Boah. Okay. Als ob ich das nicht erreichen würde. Tatsächlich nicht. So, ich möchte raus. So, ich glaube, wir sind da. Obwohl, schaffe ich den noch in dem Part? 2 Minuten? Nee, glaube ich nicht. Hat sich bis jetzt gelohnt. Betrittst du das Ding kaputt? Hallo? Hast du sie noch alle? Und da kommt der Gockel. Burn Rooster, why have you started a riot? Is Sigma controlling you? My master. He will have his revenge for all the Reploids whose broken bodies rest here. What does he plan to do? You know, he's just using you, nothing more. Using me? If that's the price I have to pay to bring about the new world, so be it! Zack. Der letzte Maverick. Aber diesen werden wir uns für den nächsten Part aufsparen. Also, bis dann. Tschüss.